Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Bioshock Infinite. Und heute mal wieder ohne Facecam, weil ich da keine Zeit so hatte. Habe ich aber auch gesagt, dass ich das nicht immer mache. Und wir sind jetzt hier im Cockpit von diesem Zeppelin und müssen, keine Ahnung, also zumindest die Steuerung manipulieren. Und was dann passiert, werden wir sehen. Die Dame steht da immer noch und ist fröhlich am Hin- und Herbeten. Hier draußen haben wir alles besiegt, also ich musste das ja nochmal neu quasi spielen, jetzt okay, ab einer gewissen... Das Ding schon irgendwie flott. Oh. Der Herr vergibt alles, aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Ja, okay. Nein! Wieso hat die sich jetzt verbrannt? Alter! Ist die bescheuert oder was? Okay, Leertaste, da gehen wir doch lang. So, komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so nu. Und nu sind wir hier. Oh, Moment, ist... Oh, Monument Island, ja. Was für ein Zufall, wir sind genau da, wo wir hin wollten. Und der Zeppelin ist schon weg? Oder kann man ihn einfach nicht mehr sehen? Ich weiß es nicht. Gott, das war jetzt aber actionreich hier. Okay, ja, dann... Ach, ein Verkaufsstand. Okay, ich dachte schon, wow, da winkt einer. So, haben wir hier unten irgendwas Interessantes? Nee, ich glaube, ich habe meine Maus wieder nicht richtig eingestellt. Moment. So ist besser. So, was haben wir denn hier Schönes? Einen... Oh, kann noch ein bisschen looten. Ein Verkaufsautomaten mit Munition, wo wir noch genug von haben. Wir haben noch genug Salz, wir haben auch noch genug Gesundheit. Escape. Oh Gott, ich habe in letzter Zeit so viele andere Spiele gespielt, dass ich mit der Steuerung nicht mehr klarkomme. Munition ist voll, alles voll, alles voll. Was haben wir hier noch? Ach, diese Krähenhilfe. Ja, mal gucken, ob wir das benutzen. Gut, dann betreten wir jetzt Monument Island und... Ja, wir beenden jetzt den. Wir verlassen den Bereich, weil ich weiß eh nicht, ob ich jetzt irgendwas verpasst habe oder nicht. Wahrscheinlich 1 Million Sachen. Aber das kann man jetzt auch nicht wissen. Da es keine Maps gibt. Das ist der Grund. Da ist es. Monument Island. Ja, so schön friedlich. Nicht. Oh Gott, was haben die denn da hinten aufgebaut? Ja, okay. Ich möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Weil sie das Lamm ist. Keine Ahnung warum. Ich glaube nicht, dass wir hier vorbeikommen. Was, können wir irgendwas machen? Hallo? Geht die Tür auf, bitte? Bitte für mich, ich bin auch ganz lieb. Ich will nur das Mädchen retten. Okay. Ja. Gibt's hier irgendwo einen Hook? Ach, da, guck mal. So. Haben wir hier irgendwelche Leute? Nee. Und dann gehen wir mal hier runter. Ach, man kann zum Beispiel nicht auf Treppen drauf springen. Okay, das Verletzungsrisiko ist wahrscheinlich zu hoch. Oh, hier sieht es aber nicht gut aus. Hallo? Okay, hier gibt's Geld. Das ist schon mal gut. Schon mal ein guter Anfang. Oh, Pin-up. Okay, Roxophon. Das hören wir uns jetzt mal an. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja, sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und... Jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Okay. Ein Tiger? Also, haben die Angst vor dem Mädchen oder geht es da noch um irgendwas anderes? Ach, natürlich weiß ich das. Aber ist schon krass. Man kriegt hier richtig Angst. Specimen-Morphologie. Ein Jahr, 5 Jahre, 11 Jahre, 17 Jahre. Also offensichtlich ist sie 17 Jahre. Oder zumindest hat sie die 17 Jahre schon erreicht.
Und, ja. Und wie dreht sich wohl hier alles? Naja, was ist das wohl? Du kannst hier sehen. Oh Gott. Okay. Die haben sie also untersucht, den Tiger, den sie am Schwanz gepackt haben. Vox Populi Crime Board. Okay, das sind also die Verbrecher offensichtlich. Oha, was ist denn hier los? Das sieht aber nicht gesund aus. Danger, do not speak to specimen. Okay. Siphon Pass, was? Moment, wir gucken erstmal, ob wir hier noch irgendwas looten können. Das geht erstmal vor. So. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Siphon Passive irgendwas. Hebel betätigen. Wozu müssen wir denn den Hebel betätigen? Die Türen gehen wahrscheinlich nicht auf. Lass mich raten. Okay, sie gehen schon auf. Also weiß ich nicht, wo das Problem ist. Okay, die gehen auf. Hier geht doch alles auf. Ich meine, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Okay. Dann gucken wir uns mal einfach alles an hier. Verdammt, was machen die mit ihr? Oh Gott, hat die hier drin gesessen? Oder hinten drin sitzen müssen. Okay, Voxophon. Mr. Thompson, Sir, ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherungen ausgetauscht und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los. Wir verbrannten in letzter Zeit kartonweise Sicherungen nur für den Zipfern allein. Ich kann nicht. Oh Gott, da passiert irgendwas, was? Ah! Okay. Okay, was haben wir hier? Eine Dunkelkammer mit Fotos von dem Mädchen. Die Spanner! Warten Sie. Und ich will das Radio nicht benutzen. Ich möchte gerne looten. So, da ist leer. Eine Kamera. Oh Gott, das ist ja gruselig. Ich bin schon wieder hängen geblieben. So. Dann gibt es diese Tür noch. Was haben wir hier? Boah, so ein spannender Film. Projektor benutzen. Ach, sie hat versucht auszubrechen. Und ist offensichtlich nicht geschafft. Dann hat sie irgendwelche Codes sich angeguckt. Oh Mann. Was für Codes? Sicherheitscodes? Einfach nur Codes. Und dann hat sie gemalt. Die nehmen die also rund um die Uhr auf. Den Eiffelturm? Spannend. Singend? Schade, dass es keinen Ton gibt. Also letzten Endes ein ganz normales Mädchen. Oder nicht? Oder doch? Oh, das war's schon. Das war ja ein spannender Film. Oh, ich habe ein Loch reingemacht, aber ich glaube, da war nichts Besonderes. Okay. Ja, dann gehen wir wieder raus. Und gucken uns mal an, ob die Tür hier auch aufgeht. Die Tür geht auch auf. Okay, und wahrscheinlich sind hierfür irgendwelche Kabel. Wir müssen erstmal hier gucken. Voxophon nehmen. Sich seine Zukunft vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt.
Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Dann besteigt dein Schiff halt nicht. Was für Tumoren. Hör mal, was ist das denn hier eigentlich? Riesige Lautsprecher, die auch irgendeinen Ton abgeben zu scheinen. Zumindest da. Mal mehr, mal weniger. Ist das das Mädel, was hier am Singen ist? Man weiß es nicht. Wir haben ja am Anfang diese drei Hebel nicht benutzt, ne? Und ich weiß nicht, ob die noch benutzt werden müssen. Ich habe sie jetzt einfach mal nicht benutzt, weil ich gar nicht weiß, was die ausrichten würden. So, wir fahren jetzt mit dem Aufzug nach oben oder unten. Und dann gehen wir mal weiter und gucken. Wir müssen wahrscheinlich eventuell irgendwann mal zurück und diese Hebel drücken. Hier haben wir auch noch Hebel. Oh. Oh, das ist dieses Zimmer, wo sie irgendwelche Codes untersucht. Offensichtlich. Und was haben wir hier? Das Musikzimmer. Oder Schlafzimmer oder was auch immer. Aber da ist sie gerade nicht da. Okay. Testsubjekt Tracker aktivieren. Wo ist sie denn? Im Dressing Room. Umkleideraum. Da müssen wir hin. Umkleideraum, okay. Okay. Ist das hier eine Schleuse? Okay. Eine Kamera. Damit nehmen wir die wohl auf. Oh, da haben wir sie. Das ist sie. Okay. Und sie hat sich geschnitten. Ihr fehlt ein Stück vom Finger. Und sie träumt von Paris. Armes, armes Mädchen. Oder nicht? Ist das... Ach, das ist gar keine Tür. Okay. Moment, wo ist sie denn jetzt? Im Esszimmer, okay. Dann gehen wir mal ins Esszimmer. Ist das hier? Zimmer? Naja. Oh, sie hat aber gruselige Bilder da. Ein Vogel. Oh. Oh. Wow. Was ist? Alter. Oh Mann. Was immer das war. Das hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Das war das heutige Paris, oder zumindest ein etwas neueres Paris, als es hier wohl geben wird. Und das Mädchen kann offensichtlich so eine Art Portal in eine Parallelwelt bauen, aufreißen, was auch immer. So. Voxophon. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Okay. Sie kommt also aus einer anderen Parallelwelt, oder was? Das werden wir alles herausfinden. So, sie ist in der Librarie. Dann gehen wir da doch mal hin. So. Ach, da muss ich jetzt drücken, ja, weil die nicht automatisch aufgeht. Oh. Oh, okay. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Wo sind wir denn? Sind wir auf dem Engel drauf? Jetzt? Ach, okay. Hallihallo. Gott, oh Gott, okay. Rein da. Los. So. Geh zu, Tür. So.
Okay. Wir sind also jetzt noch weiter im Heiligtum drin. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Nein. Wir müssen offensichtlich da rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jo, das war jetzt erfolgreich. Hey! Schluss jetzt! Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Sind Sie echt? Ziemlich echt sogar. Kommt! Sie müssen gehen! Warum? Er darf sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich zieh mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie wär's damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Hm. So kommen wir raus. Supi. Nur du offensichtlich. Achso. Ich muss auch noch. Warum hat sie die denn zufallen lassen? Ja, Moment. Du hast die Tür ja nicht. Oh Gott. Alter. Er passt auf, dass ich nicht hier rauskomme. Das wird sich zeigen. Ach, kein Ding. Den Aufpasser mache ich kalt. Was wollen Sie hier? Kein Problem. Boah, ich finde diesen Aufpasser so gruselig. What? No! Alter. Oh Gott, ich kann mich nicht bewegen. Ich häng fest, oder? Was ist das für ein Ding? Ja, das werden wir noch rausfinden. Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Sie haben mich beobachtet? Natürlich. Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Was bin ich? Ein Monster. Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Alter. Wo ist sie? Ach, da. Okay. Das ist also der kleine, aber feine Aufpasser, den wir da jetzt kennengelernt haben. So vom Kopf her und von der Kralle. Krieg ich einen Drehwurm. Weg da, lass mich mal. Wohin? Rauf! Rauf? Wieso rauf? Besser runter, oder nicht? Krass. Ein riesiger Vogel. Ja, war ja auch keine gute Idee, hochzugehen, oder? Alter. Okay. So viel Sicherheit. Nein, sind wir nicht. Nein, die schöne Statue. Wow. Mal schön alles zerstören hier, ja? Oh Gott! Bam. Ja.
Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Sind Sie da drin, DeWitt? Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Abmachung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhabt. Okay. Und wir hören immer noch eine Spieluhr und eventuell ein kleines Kind. Anna! Anna! Anna? Also wenn ich jetzt nicht wüsste, worum es geht, wäre ich jetzt völlig verwirrt. Naja, es wird alles sich irgendwie erklären, mehr oder weniger. Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Der Typ ist halb am Sterben und sie hört Musik und haut erstmal ab. So. Die Frage ist, wie lange war er jetzt weg? Wo ist sie? Geil, ich habe mich gerade schon gewundert, wieso gibt's ein Meer in Columbia, aber das haben sie hier auch künstlich angehäuft. Da finde ich cool. So, wir müssen Elizabeth finden. Elizabeth. Und das machen wir aber erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist so praktischerweise jetzt zu Ende. Guck mal, wir können Geld klauen den Kindern hier. Haha. Und in der nächsten Folge werden wir hoffentlich Elizabeth finden und dann mal ein bisschen hier mit ihr zusammen die, oh guck mal, meine Health-Anzeige ist nicht besonders hoch, die Gegend erkunden und vielleicht fangen wir dann noch schön wieder das Chiefsen an, weil jetzt ist ja offensichtlich erstmal wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Bluse, blauer Rock, braune Haare, blaue Augen. Und die Leute sind offensichtlich stumm hier. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dann, ciao!